Wie findest du deinen Traumpartner oder deine Traumpartnerin? Jetzt fängt es regnen an. Just in time. Okay, also wenn bei dir das Thema auch so ein bisschen düster deine Emotionen weckt und sauer aufstößt, bleib kurz dran. Ich habe ein paar coole Tipps für dich. Beziehungsweise, was heißt Tipps? Das sind fundamentale Fragen, die man sich stellen darf. Und zwar, die tiefe Sehnsucht nach etwas, egal was, wonach du dich sehnst, hat immer einen Ursprung. Und der Ursprung ist in dir begründet. So, das heißt, du kannst jetzt aufschlüsseln, warum dieses starke Bedürfnis nach einer Intimität vorhanden ist bei dir. Und dann wirst du irgendwann feststellen, hey, ich bin abhängig. Und jetzt kommt der Schlüssel. Vielleicht nicht du als abhängig, nicht als Erwachsener bist abhängig, sondern, vielleicht schon mal davon gehört, das innere Kind. So. Wir alle waren ja als Kinder abhängig von der Geborgenheit und der emotionalen Liebe unserer Eltern. So, und was ist passiert? Was ist passiert? Ja, du hast das Elternhaus verlassen und standest auf einmal da. Und im Idealfall hast du, na, wie gesagt, diese emotionale Stabilität genossen. Doch, wie wir wissen, ist es zu 90% wahrscheinlich eher nicht der Fall, dass man ein stabiles und gesundes Fundament mitbekommen hat auf seinem Weg. Ne? Und dementsprechend fällt es uns schwierig, uns selbst zu lieben auch. Es wurde uns auch nie mitgegeben, was es bedeutet, Eigenpflege zu betreiben, Intimität mit sich selbst zu pflegen. Und aufgrund dessen sind wir abhängig. Wir waren abhängig von unseren Eltern und jetzt sind wir es von unserem Partner. So, quasi diese Abhängigkeit hat sich nur verlagert, weil wir nie in die Ergründung gegangen sind von uns selbst und nie wahre Pflege mit uns selbst betrieben haben. Hierbei wäre es nochmal vielleicht wichtig zu verstehen, dass dies eigentlich unser natürlicher Zustand ist. Ja. Unser natürlicher Zustand ist es, im Fluss mit uns selbst zu leben. Das heißt, wir leben nicht gegen unsere innere Natur, gegen unsere innere Wahrheit. Ein Kind ist immer authentisch, ein Kleinkind. So, aber was passiert mit diesem Kleinkind in unserer Gesellschaft? Wir stülpen ihnen etwas über. Sie werden etwas, was sie nicht sind. Sie wollen etwas werden, was sie nicht sind. Und aufgrund dessen verlieren sie den Bezug zu sich selbst. Und anstatt innere Pflege zu betreiben, ne, anstatt sich bei sich zu sein, nah bei sich zu sein, verlieren sie sich in der Welt und gehen auf die Suche in der Welt nach Stabilität, Halt, Liebe, whatever. So, das heißt, wenn du dich wirklich nach einem Partner sehnst, auf Augenhöhe, der dich hält, der dich liebt, der dich wertschätzen kann, was darfst du tun? Nicht noch mehr da draußen suchen, dich nicht noch mehr irgendwie, bei noch einer Dating-App anmelden und was weiß ich, sondern du darfst nach innen gehen. Du darfst in die Ergründung gehen, wer du wieder bist, wer du bist, denn du hast es vergessen. Erinnere dich daran, denn es ist da. Du musst dafür nichts tun. Es ist in dir. Ja, es ist in dir. Was meine ich genau damit? In dir. Oh, wir drehen jetzt mal das Baby hier, Moment. Zack, sieht doch schon viel geiler aus. In dir. Naja, wenn du mit dir verbunden bist, mit deiner Essenz, wer du wirklich bist, truly bist. Ich vergleiche das immer gern mit, stell dir zwei Babys vor in der Wiege. Und wie wertvoll ist dieses Baby? Ist dir nicht bewusst, dass es heilig ist, dass es ein Recht auf Leben hat, dass es wertvoll ist, egal was es tut, ob es furzt, kackt, scheißt, whatever, spielt keine Rolle, oder? Es ist wertvoll und es ist uns allen immer sofort bewusst, immer sofort klar, bei kleinen Kindern, bei Tieren etc., aber bei uns selbst nicht. Wir haben vergessen, Eigenpflege zu betreiben und wir haben vergessen, was es bedeutet, wahrhaftig zu leben, nach unserer Essenz. Und ja, du kannst es Seele bezeichnen.
Du kannst es deinen göttlichen Auftrag nennen, warum du hier bist. Du kannst es dein Naturell bezeichnen. Das, wofür du hier bist. Das, wofür du hier bist, das zum Ausdruck zu bringen. Und wenn du das tust, strahlst du das aus. Hast du vielleicht schon mal gehört, dass du das ausstrahlst, was du bist. Dass du das, was du fühlst, ausstrahlst. Das, was du denkst, schickst du raus in die Welt. Das bedeutet, wenn du ständig im Mangel bist und Infos rausschickst hier, ja, ich brauche einen Mann, damit ich mich gut fühle, oder ich brauche einen Mann generell in der Regel, oder ich hätte gerne eine liebevolle Frau an meiner Seite, die mich endlich mal sieht. Was steckt denn da dahinter für ein Bedürfnis? Ich wünsche mir eine Frau, die mich endlich mal sieht. Was steckt da dahinter? Fühl mal rein. Ich war ja genauso. Und da geht es gar nicht darum, dass ich wirklich eine Frau wollte, die mich sieht, sondern das Kind in mir, ne, das heimatlos war, das sich von seinen Wurzeln verabschiedet hatte, hat sich nach grundlegender Intimität gesehnt. Nicht speziell bei einer Frau. Ich dachte, ich bekomme sie bei einer Frau. Intimität pflege ich mit mir selbst. Und dann, wenn ich wirklich wahrhaftig mir selbst nah bin, dann kann ich mich ja auch öffnen. Dann kann ich ja auch diese Nähe nach außen tragen. Und alles, was du von innen nach außen trägst, wird auf Empfängnis stößen. So, wie findest du jetzt deinen Traummann? Oder deine Traumfrau? Gar nicht. Weil du nicht mehr auf die Suche gehst, sondern du gehst in dich und räumst da erstmal auf. Stell mal die Verbindung, die Connection wieder zu dir her und dann musst du dir gar keinen Kopf mehr drüber machen, weil es einfach geschieht. Es ist zwangsläufig so. Es muss so kommen. Ne? Dass du, wenn du dir nah bist, dass du auch die Nähe mit anderen Menschen erleben darfst. Wenn du distanziert von dir selbst bist, wirst du unbewusst andere Menschen auch auf Distanz halten. Obwohl du dich nach Intimität sehnst und nach Nähe und Geborgenheit und Liebe. Also, der Impuls. Blick in dich, denn es fängt bei dir an und es endet auch nicht irgendwo, sondern es ist eine Abenteuerreise und sie gestaltet sich einfach viel genussvoller, wenn wir ganz vorne sitzen und nicht irgendwie zusammengekauert hinten sitzen und hoffen, es ist endlich vorbei. Nein, wir dürfen Verantwortung übernehmen und wenn wir Verantwortung übernehmen, dann wird sich auch unser Leben verändern. Wiederschauen.